Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Aspekte des Islam live hier auf TTV, dem Bürgerkanal Hamburgs. Unser heutiges Thema lautet: Braucht der Islam eine Reform? Wie sieht der moderne Islam aus? Viele Muslime sind der Auffassung, dass man den Islam nicht reformieren darf. Andere wiederum sagen das Gegenteil und sprechen offen von einer notwendigen Reform des Islam. Und wenn das so wäre, wie würde so etwas aussehen? Viele Nichtmuslime und auch gerade deutsche Bürger sind der Meinung, dass der Islam nicht modern genug ist. Wir wollen heute klären, ob es eigentlich den modernen Islam gibt und wie er aussieht. Dafür haben wir folgende Gäste eingeladen. Herrn Habibullah Tariq, er ist Pressesprecher der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Schleswig-Holstein. Herr Tariq, Assalamu alaikum. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Des Weiteren Herrn Fazlur Rahman Anwar, er ist der stellvertretende Pressesprecher der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Hamburg. Herr Anwar, Assalamu alaikum. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Und Asif Malik von der Jugendorganisation der Ahmadiyya. Asif, Assalamu alaikum. Sehr geehrte Zuschauer, Sie haben natürlich auch heute wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Stellen Sie diese per Telefon. Die Telefonnummer lautet 040 für Hamburg 325-99-0399. 040 für Hamburg 325-99-0399. Oder Sie schicken eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. aspekte@tidenet.de lautet die E-Mail. Wenn Sie eine Frage zu dem aktuellen Thema haben, braucht der Islam eine Reform? Wie sieht der moderne Islam aus? Wir möchten natürlich mit Ihnen auch in die Diskussion. Sie können gerne anrufen und auch ein Statement hier abgeben. Dafür wählen Sie einfach die Nummer oder schicken uns eine E-Mail. Und auch einen schönen guten Abend an die Radiozuhörer, die uns heute über Tide 96,0 zugeschaltet sind. Auch Sie haben natürlich die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Wie gesagt, per Telefon. Die Telefonnummer lautet 040 für Hamburg 325-99-0399. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. Herr Tariq, braucht der Islam eine Reform? Ist unser heutiges Thema. Ich möchte aber erstmal mit dem Ursprung des Islam beginnen. Wie kam es eigentlich dazu, dass damals der Islam überhaupt auf die Welt oder für die Menschen herabgesandt wurde? Das ist gleich mit der Schöpfungsgeschichte, kann man schon mal anfangen. Islam ist in dem Sinne keine Religion, die ganz neu plötzlich entstanden ist. Mhm. Sondern mit Schöpfung der Menschen, das ist unsere Glaube, so hat der Gott, der Schöpfer, gleichzeitig für den Menschen auch den Lebensart oder Wegweisende, also Religion gegeben, mhm. die Lehren mitgeteilt. Und das ist die Entwicklung dieser Lehren, die in Islam ihren Ende oder zum Schluss gefunden hat. War es denn damals notwendig? Notwendig ist so einfach. Ich gebe da sehr schön ein Beispiel, sage ich mal. Es gibt Gemeindestraßen, gibt es Landesstraßen oder Bundesstraßen oder Autobahnen. Und je nach Bedarf werden neu gebaut. So. Und wir sehen darin, dass der Islam ist dann zum Schluss, das ist die Straße, der Weg zum Gott. Aber es hebt niemals den Absolutismus, also Anspruch der Absolutität. Das ist das Wichtigste. Und im Laufe der Zeit, die Religionen, die Lehren, die frühere Propheten die Welt gegeben haben, zu Menschen gebracht haben, nach unserer Auffassung, es hat über 124.000 Propheten gegeben in der Welt, die zu Menschen gekommen sind und deren Gottes Wort näher gebracht haben, mhm. ob es Hazrat Krishna für Hindus oder Buddha oder Jesus oder Moses und so weiter und so weiter. Und meistens kennen wir gar nicht. Ja. Laut Koran ist so, dass Gott hat in jedem Zeit, zu jedem Volk seine Gesandten geschickt. Mhm. Nur deren Lehren waren begrenzt für den Zeitpunkt, für jeweilige Situation, für jeweilige Gebiet, kann man sagen, oder für diese Volk. Mhm. Und es sollte in Islam diese, wo die Globalisierung nachkommt, wo der Mensch irgendwann so weit ist, intellektuell auch, dass er die Lehren begreifen kann, behalten kann und praktizieren kann. Und gleichzeitig auch, dass die Menschen einander näher kommen. Dann sollte diese vollkommene Lehre kommen. Und Islam ist in dem Sinne an sich eine Reform. Reform der vorhergegangenen Religionen mhm. und hat deren absolute Wahrheiten, die Bestand haben sollten, die in sich genommen und gleichzeitig, was notwendig war, zusätzlich, was ja. da noch nicht war, auch
aufgenommen und den Menschen näher gebracht. Ja, erstmal vielen Dank. Anwar, sollte eigentlich mit dem Islam das Christentum oder auch das Judentum abgelöst werden? Islam ist eine Vollendung von allen anderen vorhergegangenen Religionen. Mhm. Also das ist so, dass der im Koran lesen wir, dass mit dem heutigen Tag habe ich den Glauben vollendet. Also wenn eine vollendete Form von Glaube da ist, dann braucht man nicht die Teile davon wieder nochmal einzuführen. Also mit dem Islam und mit dem Koran ist der Glaube dann vollendet und vervollständigt worden. Okay. Wie Sie darf ich das für ein Wort sagen? Herr Tarek, bitte, natürlich. Und zwar wegen dieser Abschaffung oder Ablösung. Das ist bitte sehr. Es soll keine falschen. Genau. Mhm. Also, es ist bitte niemals, Islam hat auch niemals gesagt, dass das damit jetzt alle anderen Religionen gleichzeitig, endgültig und so weiter, sondern Islam spricht selbst. Im Koran steht es, wenn die anderen Gläubigen nach ihrem Buch ehrlich leben, deren gute Taten werden auch belohnt. Das, wie ich das Beispiel gebracht habe, es werden manche Straßen aufgegeben, der Urheber, sage ich mal, der wartet die nicht mehr, aber es heißt nicht, dass die nicht mehr benutzbar sind. Oder die, vielleicht sind die schwierig, werden die auswuchern und so weiter. Wird keine Wartung durchgeführt und eine neue Straße ist gebaut, die wird gewartet, die wird ständig aufrechtgehalten, die Gefahrenzeichen und so weiter, die Beschilderung und all solche Sachen dementsprechend gehandhabt. Natürlich, es ist viel sicherer, auf diese neue Straße zu fahren. Darum geht es. Es geht nicht, dass das jetzt auf einmal alles andere soll abgerissen werden oder so. Ja. Das hat Islam nirgendwo gesagt. Herr Anwar, gibt es denn vom heiligen Propheten Mohammed, sprechen Sie dann auf ihm auch, Überlieferungen, wie die Endzeit aussehen wird? Das heißt, wie es später mal sein wird? Wird das genauso sein, wie er damals den Islam praktiziert hat vor 1400 Jahren? Wird das dann heute genauso sein? Oder gibt es da auch Aussprüche, Hadithe, die was anderes sagen? Er hat auch die Veränderung der Zeit damals so gesehen, dass es eine Zeit kommen wird, die mit heutigen Zeit, mit damaligen Zeit also nicht zu vergleichen wäre. Deswegen hat Gott ihm prophezeit, also ihm offenbart, dass von Zeit zu Zeit werden Reformer erscheinen, die den islamischen Ursprung wiederherstellen werden. Und er hat wortwörtlich gesagt, dass in jedem Jahrhundert wird ein Reformer erscheinen. Zuerst hat er in einem Hadith gesagt, dass mein Jahrhundert ist das Jahrhundert des Lichtes. Mhm. Und das folgende auch und das dritte darauf auch. Dann wird eine Zeit kommen, die etwa 1000 Jahre dauern wird, Zeit der Dunkelheit. Aber selbst in dieser Zeit werden in jedem Jahrhundert ein Reformer erscheinen. Was ist und am mit Ende, Dunkelheit genau gemeint, wenn ich nochmal nachfragen darf? Die spirituelle Dunkelheit, also die meisten werden von ihrem eigentlichen Weg abkommen. Und eine Art von Dunkelheit, also spirituelle Dunkelheit herrschen zum großen Teil. Aber es wird immer ein Licht bleiben, ein Zeichen bleiben. Und das werden die Reformer sein, die Mujahideen sein, die dieses Licht dann aufrechthalten werden. Mhm. Und nach 13 Jahrhunderten wird dann der Messias und Mahdi erscheinen, der dann die gesamte Lehre des Islam wiederbeleben und bereinigen von allen Verkrustungen und Veränderungen. Ja, also es gibt auch Aussprüche, wo es heißt, dass dass es halt später so sein wird, dass der Islam, also das heißt die, die den Islam lehren, die schlimmsten Kreaturen sein werden, die es gibt. Ist das denn nicht momentan so? Ja, der Prophet hat tatsächlich ein sehr düsteres Bild vom Islam gezeichnet, was in Zukunft sein wird. Das steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem, wie es damals war. Also wie eigentlich schon hier eben gerade gesagt wurde, der Islam war damals eigentlich die Reform. Und es wurde auch als eine Reform wahrgenommen in der religiösen Welt. Und man muss sich das vor Augen führen, dass natürlich gerade jetzt nach 1400 Jahren genau das Gegenteil sozusagen halt sich entwickelt, dass man von außen denkt, gerade der Islam wäre nicht reformorientiert.
Und das ist doch eben die Tatsache, die uns eigentlich beschämen müsste, dass der Islam, der ja von der Welt damals sozusagen gefeiert wurde und die Menschen in Arabien unter erbärmlichen Leben, was sie geführt hatten, befreit hatte die Gesellschaft. Und das ist ja auch von verschiedenen Historikern unbestritten, dass der Islam wirklich hervorragende Dinge eben in Arabien und damals in der damaligen Welt geleistet hat. Dass dieser Fortschritt in den letzten Jahrhunderten verloren gegangen ist. Und ich denke, das haben wir gerade eben halt auch gesagt, dass jetzt durch die Gemeinde des Falschen Messias dort wiederum eine Reform da ist. Aber ganz wichtig ist, keine Reform des Islams, sondern die Reform der Anhänger des Islams. Denn der Islam, der Koran, ist ja ein unabänderliches Wort Gottes. Und worum es geht, ist nach meiner Meinung, das hat bis jetzt ein bisschen gefehlt, eigentlich die zeitgemäße Interpretation. Und die, denke ich, haben wir gebracht. Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Sehr geehrte Zuschauer, Sie haben natürlich weiterhin die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Wir möchten natürlich, wie am Anfang auch schon gesagt, mit Ihnen in die Diskussion. Das heißt, Sie können gerne hier anrufen und auch Ihr Statement hier zu diesem Thema abgeben. Braucht der Islam eine Reform? Wie sieht der moderne Islam aus? Da rufen Sie einfach hier im Studio an. Die Telefonnummer lautet 040 für Hamburg 325-99-0399. 040 für Hamburg 325-99-0399. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. aspekte@tidenet.de lautet die E-Mail, wenn Sie eine Frage haben. Und die gelangt dann hier auf das Studio-Notebook. Und wir werden dann gemeinsam versuchen, mit den Gästen dann diese Fragen und auch die Statements hier soweit vorzulesen und zu beantworten. Herr Tarek, lassen Sie uns das nochmal kurz festhalten, was wir eben besprochen haben. Das heißt, auf der einen Seite sagt der Heilige Prophet selber, dass die den Islam lehren werden nachher, die schlimmsten Kreaturen sein werden. Auf der anderen Seite heißt es aber, dass der Islam Frieden lehrt, das heißt Liebe miteinander. Wie können wir das jetzt miteinander vereinbaren? Das heißt, der Heilige Prophet sagt auf der einen Seite, dass es später so sein wird, schlecht sein wird. Wie sieht jetzt eine Reform genau aus? Wie wird eine Reform aussehen in der Zukunft? Das ist eine sehr schöne Frage, weil, und da muss man auch Gedanken machen, Islam laut Koran, das sagt der Koran, dass wir haben den Islam nach natürlichen Gesetzen, wie die menschliche Natur ist, haben wir den gebracht. Also das sind die Lehren, die menschliche Natur entsprechen. Dementsprechend aber auf anderer Seite, die menschliche Unzulänglichkeiten, seine eigenen Fehler und so, wie es, sag ich mal, an der Zeit nagt auf alles. Und davon sollte der Islam auch nicht verschont bleiben. Nur mit einem Unterschied, die früheren Religionen, die konnten nicht mehr reformiert werden in dem Sinne, dass man wieder den alten Glanz herstellen konnte, weil der Ursprung verloren war. Das waren die Straßen, die aufgegeben wurden. Und das sind zwar Pfade irgendwo, aber man weiß gar nicht, wie die Straße genau geführt hat. Deswegen kann man die nicht restaurieren, kann man nicht wiederherstellen. Bei Islam ist etwas anderes. Hier wurde auf einer Seite prophezeit, dass am Ende wird so sein, es wird diese dunkle Zeitalter, die Mullahs, die Gelehrten und so weiter, werden also total das Gegenteil tun, was Islam lehrt. Das ist auf einer Seite. Aber auf anderer Seite, die Rückkehrmöglichkeit wird immer da sein, weil der Koran gleichzeitig als unabänderliches Wort Gottes bleiben wird, erhalten bleibt. Es wird zwar falsch interpretiert, es wird falsch verstanden, also die Seele, da sagt der heilige Prophet auch zu dem Zeitpunkt, es würden Moscheen sein, aber leer von Glaube. Koran wird da vorhanden sein, aber leer von Seele. Und dann beschreibt er, dass es, wenn es wird der Tag, wo der Glaube an den siebten Gestirn also hoch aufsteigen wird. Also die Muslime und so weiter, die werden nicht mehr den Islam spirituell so leben, wie es von denen verlangt, sondern die werden genau wie die frühere Menschen mit ihren Religionen gemacht haben. Nur hier haben die nicht die Möglichkeit, Religion als solches zu ändern. Das ist eine Sache. Die werden zwar falsch leben, die werden falsch interpretieren, die werden falsche Glauben annehmen. Und dann sagt der heilige Prophet gesagt, und dann wird jemand kommen, der den Glauben wieder
von diesen Sternen herunterholt in die, zu der Erde und den Islam wieder zu ursprünglichen Glanz, das ist eigentlich die Reformation.